die autark und nachhaltig sind. Wir könnten dankbar mit der Erde umgehen als ein Menschenkind. Wir könnten aufhören, jemand zu werden aus Fernsehfilmen und sich verbiegen und einfach sein, wer wir selber sind. Wir könnten kooperieren, anstatt zu konkurrieren. Wieder zurück zum Wir, im Frieden leben mit Tieren. Massenviehhaltung verbraucht ein Drittel des ganzen Getreides der Welt. Wir fressen und fressen, woanders hungern Menschen. Wir könnten Hand anpflanzen, anstatt den Regenwald roden. Wir könnten ja, ich hau doch nicht ab, Mensch. Ja, meine Kira, ne? Wir könnten mehr als fünf Sinne nutzen, um andere kennenzulernen, ihnen begegnen, als ob man selber wäre. Wir könnten dieses und jenes, wir könnten dies und das. Ich könnte stundenlang drüber reden, aber ich mach lieber was. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, hat auf keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Ja, meine Klette. Ja. Mein treuer Schatten. Du. Ja. Ne. Wir könnten alles verändern. Wenn wir nur aufhören zu glauben, wir könnten gar nichts verändern. Alles ist ändern. Da ja, nicht nur noch mehr an. Da ja, nicht auch wenn man nicht danach gefragt hat. Wir könnten aufhören, so zu tun, als hätte ich Geld. Wer ist das denn mit der Kamera da? So hell. Wir wirklich an den Menschen wären. Ganz ohne Messenger, miteinander sprechen, lernen, lächeln, wer am Ende sind uns drinnen. Ach, alles klar. Wir könnten uns verändern. Was ist mit Blau, Report Krefeld? Da drüben ist übrigens der Gegenprotest, der mich auch ganz freundlichst begrüßt hat. Wie so mit netten Worten, wie verpiss dich, Gabbe. Aber gut, das gehört dazu, ne? Aber auf sowas reagiere ich nicht. Na? Die habe ich auch schon euch begrüßt, so Motto, verpiss dich, Gabbe und so. So direkt hinterhergekommen, so. Oh, ein neues Schild haben wir noch nicht gehabt. Ich bin noch hier, mein Schatz. Ja, Papa auch nicht ab. Ich hau dir nicht ab. Ja, Papa baut nicht ab. Ich hab doch lieb. Bitte mein treuer Schatten. Liebe Leute, bitte bildet die direkt 5er Gruppe, damit wir gleich losgehen können. Wie gesagt, Polizei ist auch für unsere Gruppstärke ausreichend vorhanden. Ordnungsamt schwört wahrscheinlich auch irgendwo rum. Ich schau dir nicht ab. Nein, schau dir nicht ab. Muss halt. Das ist gut. Und es hier eine Zeit, neues Land, wie es geht. Ja, ja. Ja, ich habe einen sehr anhänglichen Hund. Ich wurde gerade von jemand anders gehalten und hat sich geschützt, dass ich abhaue. Und klebt an mir, wenn ich kletter. So, der ist vom Blaulichtreport Krefeld oder ähnlich. Kann er mir versprechen. Natürlich bin ich ganz gut, ne? Von meiner Perspektive so gesehen. Ah, der Kollege ist neu daneben. Okay. Ein bisschen Gegenprotest, ne? Jetzt haben wir es mehr als sonst, ne? Vorher war es noch 1, 2, 3, 4 und jetzt, okay. Mal schauen wir mal. Ich bin da hier, mein Schatz. Ja.
Ich hau dir nicht ab. Bist du heute in meiner Nähe? Du musst aufpassen, dass sie nicht dreht, dann kommt die auch nicht raus. Ja, das schaffst du so einfach. Bei Kira. Also wir haben scheinbar heute ein bisschen mehr Gegenprotest als sonst. Als die üblich. Ja, also mehr geworden, wie es aussieht. Oh. Der eine, mit dem ich mich letztes Mal unterhalten habe, der hat mich nur schief angeguckt im Vorbeilauf. Hat sich aber nicht getraut, Tag zu sagen. Feiglich. Ja, ja, klar. Du hast da was im Gesicht? Ist die echt schlicht, oder wie? Ist die echt schlicht? Ja. Ernsthaft? Ich bin noch hier. Brauchst doch nicht so. Ich hau dir nicht ab. Du kennst mich doch. 10 Jahre lang bin ich ja nicht abgehauen. Warum soll ich das denn jetzt tun? So, schauen wir mal, wie die Lage hier ist. Okay, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Scheinbar ist die Maske heute Pflicht. Also mache ich mal den paranoischen Maskenspasti. Wenn der Bürgermeister eine Paranoia schiebt, ja, dann müssen wir die auch schieben, ne? Der Frank Meier, ne? Ja, Kira, so gut. Bin noch hier, alles gut. Ja, ja. Noch irgendwelche anderen YouTuber-Blogger da? Ne, ich bin halt der einzige YouTuber. Sorry, ich nuschle gerade durch eine Maske. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich sehe Corona-Rebellen mit Maske. Das wäre immer bekloppter, ne? Frank Meier, du. Sorry, ich kann nicht sagen, was ich denke. Aber der hat echt eine Paranoia, der Typ. Was sagst du dazu, ne? Da fragt mal, unser Bürgermeister hat eine Paranoia, ne? Ja, aber absolut. Ich meine, Corona bekämpft man nicht mit der Maske, sondern ist eine Hirnschisspandemie, ist eine Geisteskrankheit. Da braucht man Psychologen für. Durch deine Maske kommen eh alle Viren durch, so wie die aussehen. Ja, eben. Also dafür, sagt man, eine Corona-Pandemie bekämpft man mit einem guten Psychologen. Dann funktioniert das. Dann kriegt man, kann man diese Angstzustände loswerden und die Panikattacken und... Naja. Also ich weiß nicht, ob der Frank Meier, unser Oberbürgermeister, ob noch in der Lage ist, ob zu regieren. Das kann man jetzt mal anzweifeln. Ja, das kann man wirklich gut anzweifeln. Ja. Stimmt. Sorry, der Anfang ist nicht neutral. Da ist ja auch keinen Bock mehr, euch noch zu halten.
auch noch dagegen Protest und verändert. Und die vom Blaulicht-Report natürlich immer selbe Bild, ne? Die verstehen sich schon, ne? Ach ja. Also müssen wir für wen sie berichten. Nicht für mich, nicht auf unsere Seite, sondern für ihre Seite. Aber das können sie ja machen, das ist ihr gutes Recht. Ich dokumentiere für die intelligenten Menschen, die keine Maske tragen wollen. Denn intelligente Menschen tragen keine Masken. Die artikulieren sich vernünftig, zeigen Emotionen und verstecken sich nicht. Ach Gott! Sag mal, kann einer mehr Polizei als sonst? Ja, auf jeden Fall mehr Polizei als sonst. Was denn los? Aber ich glaube, ich bleibe einfach ein bisschen außerhalb bei dir. Ja. Nein, ich dachte gerade, ich bleibe heute ein bisschen bei Kevin. Nee, ich ziehe mich ein bisschen aus dem Kopf raus, weil sonst liegt hier am Rad. Ich bin ja letztes Mal auch gegangen. Das war was. Der Haussender ist auch da. Ja, ja. Ja, sie haben sich ja schon mit der Angriff unterhalten und sind vorbeigelassen, dass sie wirklich ja Freunde unter sich. Da sind sie auch. Ich lasse die nicht mehr los, weil ich die sehe an mir vorbeikommen will. Presse muss neutral berichten und. Gibt genug Sachen. Aber der zweite Typ. Ah, zwei davon. Ja, jetzt laufe ich so zwei schon rum. Der zweite ist eigentlich sehr interessant. Okay. Einen schönen guten Abend zusammen. Grüezi. Hallo. Du weißt, warum ich hier bin? Ja, ich weiß. Na klar. Ach, den kenne ich doch. Am Untergrund. Lange nicht mehr gesehen, ne? Hier. Hoppa, Moment. Kira, guck mal, wer da ist. Na, alles klar. Alter Sack. Soweit ja. Guck mal, wir haben heute ein bisschen mehr Gegenprotest. Ja, die haben mich auch schon freundlich begrüßt. Ja, aber heute ist ein bisschen mehr. Die haben mich auch ganz freundlich begrüßt, so ganz netten Worten wie Gabel, verpiss dich. So in ganz freundlichen Ton, ne? Du schmeißt deine Kippe nicht vor denen hier so auf den Boden weg. Und das clever. Das kann die gleiche Hause holen für dir 5 Euro. Natürlich. Stimmt, wir haben die Desinfektionsschutzpflicht vergessen. Was haben wir? Die Desinfektionspflicht. Das heißt also Hände. Den Mund ausspülen damit. Am Mund ausspülen, Hände. Kevin. Ja, kennst du mich jetzt? Das ist nicht dein Ernst, dass du sowas zu mir sagst, oder? Nein, ich nehme es nur sarkastisch. Ja, okay. Ich habe keinen Bock mehr hier. Anders geht's auch nicht, hast natürlich recht. Ja. Ich wollte sagen, anders hältst du doch nicht mehr hoch. Geht nur noch mit Humor. Aber die Leute, die jetzt humorlos sind, die werden sich, glaube ich, irgendwann mal umgucken. Oh ja. Vielleicht sollten wir demnächst mal in Deutschland so Desinfektionskammern einführen. Da wo man jeden Tag einmal komplett durch muss und dann wird man komplett mit durchgeduscht. Nein, weißt du, was in Deutschland machen muss? Du musst eine Kopfleerkammer musst du einrichten. Ja, ja. Und dann musst du das mit neuem Wissen füllen. Also einfach das leider nicht. Genau hier hin. Ja, geblitzdings, richtig, ja. Das wäre die Lösung. So. Ja. Dann würde ich der Bus noch in der Regierung stehen oder beim Bürgermeisteramt und Blitzdings, ohne Ende. Was hast du gesagt? Noch nicht mal die würde ich lassen, die würde ich nicht Blitzdings. Die sollen ja wissen, wofür sie zur Rechenschaft gezogen werden hinterher. Die Bevölkerung, die muss da mitkriegen, die seit über 100 Jahren indoktriniert werden, die hier belogen werden über die Geschichte, über den Zustand, in dem wir hier sind. Das muss den Leuten begreiflich machen. Ja. Wenn die Arschgeigen nicht mehr wissen, wofür sie auf links gedreht werden, dann wäre es ja langweilig. Kennst du die Serie Black Mirror? Black Mirror, ne? Die spricht sehr von dem, was man in Zukunft erwarten könnte. Da gibt es auch was mit zum So, heute neue Regeln. Alle müssen Masken tragen. Maximal 5er-Gruppen. Es wird immer lächerlicher. Aber es verdanken wir unseren lieben, netten Bürgermeister Frank Mayer. Er sagt, der Paranoia hat von einem massenmordenden Virus der ganze Völker vernichtet. Tja. Wie gesagt, irgendwie braucht der Mann irgendwie mal psychologische Hilfe. Wie gesagt, gegen Corona hilft keine Maske, sondern eine Psychotherapie. Weil schließlich Corona ein Intelligenztest und eine Geisteskrankheit geworden. Gut mutiert, ne? Sorry, ich bin heute einfach mal nicht neutral. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mir vorstellen. Mach's lange mit, ich hab die Fresse voll. Guck mal, weißt du eigentlich,
wenn er auf Blau den Strich hochgeht. Ne? Ich habe mal geguckt, hier sehen seine Aufnahmen von der gute Mann. Hm? Da sehe ich nur deine Videos. Hä? Ja, entweder schaltet der Algorithmus direkt auf die Strophe. Ne? Ich weiß es nicht. Ich will mal gucken. Von dem sehe ich eigentlich nichts. Blaue Report Krefeld, ne, eingeben. Ja, blau. Krefeld. Aber es gibt auch blaue Report in Düsseldorf und die anderen auch. Da musst du Krefeld zu eingeben. Ja, hab ich ja. Dann bist du gekommen. Warst du da drauf? Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Algorithmus dich denn rausgeschmissen hat, aber ich hatte so das Gefühl, das waren die Sparte blau nicht. Ja, muss ich mal gucken. Ich check das mal später. Aber jetzt kann ich mir nicht, wenn ich mich an aufnehme. So. Okay, aber der Gegenwart hat sich zurückgezogen. Ist er garantiert nicht weg. Sondern war sicherlich nur ein Rückzug. Guten Abend, Seefelder. Guten Abend, liebe Geringer. Guten Abend, liebe Freunde aus den Nachbarstädten. Ja, alles da ist. Ich sehe im Moment noch nicht genau, wer aus welchen Städten kommt. Ist auch ein bisschen schwer zu erkennen wegen der Masken. Ihr habt das alle mitbekommen. Wir haben hier auf dem Theaterplatz eine Maskenpflicht. Und es hat sich auch so einiges organisatorisch nochmal geändert. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich hier begrüßen zu unserer Versammlung und Kundgebung für Menschenrechte, das Grundgesetz und für die Freiheit. Natürlich herzliches Willkommen auch an die Presse. Wenn Presse hier ist, auch an die Presse. Und natürlich auch mein Dank schon mal an die Polizei, die uns bei dem Aufzug gleich begleiten werden. Zu Beginn, das kennt ihr schon, muss ich zunächst einmal die Auflagen der beschränkenden Verfügung hier verlesen. Das haben wir jedes Mal. Das heißt, wir müssen uns hier an das Hygienekonzept halten und seit neuestem dürfen wir uns hier im öffentlichen Raum nur noch zu 5 Personen zusammenfinden. Aus diesem Grunde haben wir euch auch schon jetzt darum gebeten, immer nur in 5er-Gruppen zusammenzustehen. Und genauso werden wir auch diese ganze Versammlung und auch den Aufzug durchhalten. Das heißt, diejenigen, die jetzt in 5er-Gruppen zusammen sind, sollten bitte auch während des gesamten Aufzuges in diesen 5er-Gruppen bleiben. Ich habe für fast alle dieser 5er-Gruppen habe ich jeweils mindestens eine Person angesprochen als Ordner. Und die haben auch eine entsprechende Binde bekommen, dass wir das so ein bisschen während des Aufzugs auch regulieren, dass die so ein bisschen darauf achten, dass die Abstände dann eingehalten werden. Zwischen den einzelnen Gruppen, zwischen den 5er-Gruppen, sollten jetzt mindestens diese 2 Meter Abstand sein. Und während wir dann den Aufzug machen, während wir durch die Stadt gehen, kann das gerne auch ein bisschen mehr sein. Wenn das dann 5 Meter sind, ist es auch nicht schlimm. Und bitte darauf achten, wenn es irgendwo stockt oder sowas, wenn vorne jemand stehen bleibt, nicht auflaufen, sondern dann auch eben stehen bleiben und das Signal nach hinten hindurchgeben, so dass es eben nicht dazu kommt, dass alle dann auf einem Knubbel zusammenstehen. Das sind im Wesentlichen die Auflagen. Das gilt auch, wenn wir wieder hier eintreffen. Das heißt, wenn wir so um 7:45 ungefähr, 10:08, 7:45 wieder hier ankommen, bitte ich euch auch in diesen 5er-Gruppen wieder hier, so wie es jetzt gerade ist, mit den Markierungen dann auch die Plätze einzunehmen und weiterhin die Abstände einzuhalten. Wir haben dann noch die Möglichkeit, auch nochmal kurze Redebeiträge, offenes Mikrofon eben zu machen. Kurze Beiträge, maximal 3 Minuten, das können wir dann auf jeden Fall nochmal durchführen. Ja, soweit sind die Auflagen hier. Ansonsten ist in der beschränkenden Verfügung keine Rede davon, dass wir eine Maske tragen müssen. Allerdings gilt, wie ich schon gerade erwähnt habe, in der Innenstadt, sprich hier auf dem Theaterplatz und auch an einigen anderen Stellen, die wir passieren werden, weil wir durch die Innenstadt gehen, die Maskenpflicht. Wenn wir hier losgehen auf dem Ostwall ist noch keiner, wir biegen dann in die Rheinstraße ein. Rheinstraße kommt irgendwann dann ein Schild mit Maskenpflicht, das sind diese Schilder, die ihr hier hinter mir auch seht. Diese Schilder deuten darauf hin, dass ihr die Maske tragen müsst. Auch als Gegendemo, also obwohl wir dagegen sind? Ja. Wir sollten selber ein Laufbereit anmelden, nicht?
Ich weiß nicht, ob einige von euch mein Video von gestern noch gesehen haben. Ich habe bereits angekündigt und sage das auch jetzt nochmal. Ich halte diese Maskenpflicht und das Tragen einer Maske nicht vereinbar mit dem Zweck dieser Demonstration. Aus diesem Grunde werde ich während dieser Veranstaltung keine Maske tragen. Ich werde niemandem dazu raten oder davon abraten, das mir gleich zu tun. Das bleibt jedem selbst überlassen. Das ist jedermanns eigene Verantwortung. Der Ordnungsdienst wird uns begleiten und der Ordnungsdienst wird wahrscheinlich dann auch entsprechend Bußgelder verteilen. Es handelt sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit und ich habe keine Ahnung, ich habe noch keins bekommen. Für alle, die eine Maskenbefreiung haben, für die gilt natürlich diese Maskenpflicht nicht. Ihr müsst die Maske nicht tragen. Ihr müsst auch nicht zwingend das Attest vorzeigen. Ihr könnt euch auf ein Bußgeldverfahren einlassen und das Attest nachreichen im Zweifelsfalle. Oder aber, wenn ihr es dabei habt, eine Kopie vorzeigen. Es muss keine Dokumentation davon gemacht werden. Es sollte auch nicht fotografiert oder eingezogen werden. Ja, so viel dazu. Zum Thema Maskenpflicht wollte ich gerade auch gerne nochmal eine Stellungnahme verlesen. Danke, Peter. Ja, zur Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalens unter anderem. Eine Einschätzung eines Rechtsprofessors und Doktors im aktiven Hochschuldienst dazu. Ja, lauter geht leider nicht. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören, sonst spreche ich hier mal ein bisschen lauter rein. Ja. Der Auflösungsgrund muss angemessen sein vor dem Hintergrund des Schutzgutes und der Versammlungsfreiheit. Bloße Übertretung der Rechtsvorschriften allein berechtigt noch nicht zur Auflösung. Na, Mann, jetzt muss ich auch noch mit dem Wind kämpfen hier. Noch nicht zur Auflösung. Sonst könnte man Versammlungen vorhalten, wenn sie sich nicht an Verkehrsregeln halten etc. Bei der Maskenpflicht ist es so, wenn eine Demonstration sich gegen das Tragen von Masken richtet, dann dürfen die Teilnehmer während der Demonstration die Masken ablegen. Dieser Verstoß gegen die Auflage, eine Maske anzulegen, ist durch den Kundgabezweck der Versammlung gerechtfertigt. Die Versammlung kann deswegen nicht aufgelöst werden. Nach Ende der Versammlung ist die Maske dann wieder zu tragen, wenn es eine Pflicht dazu im öffentlichen Raum gibt, wie etwa in Fußgängerzonen einiger Großstädte. Geht es der Versammlung um etwas anderes, nicht um das Maskentragen, ist eine Maskenauflage erteilt worden, dann ist die Maske auch während der Versammlung zu tragen. Zitat Ende. Anmerkung eines Rechtsanwalts dazu von den Klageparten. Ich kann nur unterschreiben, es ist geradezu absurd, gegen eine Maskenpflicht zu demonstrieren und dabei Maske tragen zu müssen. Die Steigerung davon wäre zum Beispiel, gegen eine Impfpflicht zu demonstrieren und nur Teilnehmer auf einer Demonstration zuzulassen, die geimpft sind. Gezeichnet Markus Heinz. Ich halte es für absolut unangemessen und ich habe hier eine Liste mit 50 oder über 50 Studien und Aussagen renommierter Wissenschaftler von international anerkannten Instituten, unter anderem auch von John Ioannidis von der Stanford University, die belegen, dass die Masken keinen wirksamen Schutz bilden, dass die Masken uns schaden können, dass sie mehr Schaden verursachen, als der mögliche Nutzen sein kann. Eine Maske zu tragen ist kein angemessenes Mittel zum Schutz gegen Covid-19. Wer will, kann gerne mal hier in die Liste hineinschauen. Nur um nochmal deutlich zu machen, was Covid-19 bedeutet. Ich habe noch mal so ein paar Studien hier rausgesucht aus der letzten Zeit, die von Professor Streeck
von aus der die sogenannte Heinsberg-Studie, kennt ihr wahrscheinlich von der Uni Bonn. Die Infection Fatality Rate, das ist die Rate der Menschen, die nach einer Infektion tatsächlich sterben, liegt zwischen 0,37 und 0,23% in Heinsberg. John Ioannidis ist die jüngste Studie, jetzt aus dem Oktober, in 51 Bundesstaaten und anderen Ländern durchgeführt. Und er kommt zum Ergebnis, dass die Infection Fatality Rate unter 0,27%, zum Teil bei 0,05% liegt. In Indien vom 31. Juli, in Delhi 0,07%, in Mumbai 0,12%. In Afrika 29. Juli, in Kenia eine Untersuchung, 0,01% Infection Fatality Rate. Und am 5. August in Malawi 0,01% Infection Fatality Rate. Das Tragen einer Maske ist demgegenüber, was die Risiken für die Gesundheit angeht, keine angemessene Maßnahme gegen Covid-19. Also die Demo hat begonnen und wir können die Masken abnehmen, oder? Das muss jeder für sich entscheiden, ob ihr die Maske abnehmen wollt. Spätestens auf dem Ostwall darf sie jeder abnehmen. Und wer sie hier schon abnehmen möchte, kann das machen. Aber das geht natürlich auf eigenes Risiko. Danke, Fangmeier. So, ich habe noch einen Hinweis zum Ende. Wir sind hier bei einer öffentlichen Veranstaltung. Das heißt, hier dürfen Film- und Tonaufnahmen gemacht werden. Das ist okay. Die dürfen auch gerne verbreitet werden. Ich weise nur darauf hin, dass diese Aufnahmen nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden dürfen. Wenn diese Aufnahmen gemacht werden, sollten bitte die Redebeiträge auch in voller Länge und nicht nur in Einzelaussagen wiedergegeben werden. Das ist eine Auflage, die wir hier machen. Außerdem sind die Beiträge einzelner Redner, die hier auftreten werden oder vielleicht nachher noch auftreten werden, gerade beim offenen Mikrofon, natürlich die Ansichten dieser Redner. Und das spiegelt nicht zwangsläufig auch die Meinung, meine Meinung oder die Meinung der Anwesenden hier wieder, um das nochmal deutlich zu machen. So viel dazu. Das sind die organisatorischen Dinge, die ich gerne kurz loswerden wollte. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass wir uns auf den Weg machen durch die Stadt. Ich weiß nicht, ob die Polizei schon soweit bereit ist für den Aufzug. Vielleicht gibt mir da jemand ein Zeichen, ob wir schon die Fahrzeugvorhilfe losfahren. Okay, Polizei bereitet sich vor. So, der Typ vom Blaulicht-Report Krefeld kommt gerade runter. Ja, mein Schatz. Sorry, ich war kurz bei dir, das hat so keinen Sinn. Ja, kein Thema. Das ist ja super. Also ihr habt bestimmt gestern alle mitgekriegt, was in Berlin passiert ist. Ein Anwalt in Deutschland wird zu Boden gelegt. Das heißt, wenn ich hier im Knast bin, auf der linken Seite und rufe einen Anwalt, schreit mich aus der rechten Seite einer raus, ich bin hier. So, jetzt geht's noch los, ne? Na? Kira, denk dran, Abstand halten. Ja.
bitte deutlich im Tunnel offen bleibt und ein bisschen Abstand haltet. Wir müssen alle unbedingt nebeneinander gehen. Also, ihr könnt den Gruppen gerne oder bitte ein bisschen Abstand haben zu den anderen Gruppen. Wie gesagt, hier die roten Schilder weisen darauf hin, dass hier die Frank-Meyer-Corona-Schutzverordnung gilt. Entschuldigung. Ja, Frank Meyer ist der Oberbürgermeister von Krefeld, übrigens von der SPD. Ich find's irre, einfach nur irre. Ja, der klasse Irre. Die haben alle keinen Sauerstoff mehr. Ja, klar. Wenn man Paranoia hat und eine Maske trägt, ne, dann liegt der Sauerstoffgehalt, ne? Und da kommt so eine Scheiße raus. Ja, das stimmt wohl. Papa, sieh hier. Ich schau dir nicht ab. Heute ist die Polizei auch mit Kamera unterwegs, das ist neu. Okay. Eine kleine Neuerung, die Polizei ist auch mit Kamera unterwegs. Okay. Auch im Polizeiwagen habe ich es gesehen. Vom Blau-Report Krefeld, ne? Vielleicht nochmal eine Schulung übernehmen. Besser. Ah, kennt man halt, ne? Übliches Modestchen. Ja, meine Süße, ne? Komm, mein Schatz, komm. So Gegenprotest, ne, kennt man ja, ne? Aber egal. Einfach links unten liegen lassen. Wo bin ich denn da hängen geblieben? Covid-19 ist eine ernsthafte Erkrankung. Covid-19 kann Menschen sterben. Genau. Professor Schwed von der Universität Bonn hat die
sogenannte Infection Fatality Rate. Das ist die Rate von Menschen, die sterben, wenn sie sich infiziert haben. Zwischen 0,37 und 0,42. Höchster Johnny Alarm ist einer der renommiertesten Forscher weltweit, der meist zitierte Forscher von der Stanford University. In einer Studie festgestellt, 51 Stunden die machen irgendwie gerade Stress, ne? Pöbeln ein bisschen rum. Das war klar, blau, ich wollte Double Action ist, ne? Ja. Ich hoffe sehr auf eine Schlägerei oder so, keine Ahnung. Das geht das. Ja, leider, ist eine öffentliche Veranstaltung. Und dann, in welchen Netze werden wir dann hier? Keine Ahnung, wo ist denn bei denen? Ja, aufzufinden. Das war ja gestern auch. Da wurden zwei gefilmt und dann geht einer, geht rein und sagt, hören Sie sofort auf zu filmen. Geht in das Bild und sagt zu dem, hör auf zu filmen. Man kann, wer sagt, man darf frei filmen auf irgendeiner Veranstaltung. Die Veröffentlichungsform, das ist eins, was streitbar ist. Was man darf, ich darf komplett filmen und komplett veröffentlichen. Jedenfalls sind hier mehr Leute unterwegs als in hier. Ja. Bestimmt wieder rein. Und nicht klingen. Naja. Ja. Normal. Nee, ich rede nur mit unserer netten Presse. Naja. Ich habe meine alten Haare. Haltet bitte zwischen den einzelnen Gruppen die Abstände ein, ja? Ich weiß nicht, ob du gerade bezweckt. Naja, werden wir mal sehen. Was habt ihr eigentlich davon? Fühlt ihr euch damit besser? Wir sind hier! Ja, ja, ja. Wir sind hier! Wir sind zweimal uns die Freiheit laut! Wir sind hier! Wir sind laut! Zweimal uns die Freiheit laut! Wartet mal ein bisschen, die kommen da hinten nicht mit! Naja, immer dasselbe hier, ne? Hör mal auf so drohen! Die Masken, die ihr tragen müsst, sind ein Symbol der Sklaverei. Gegen Viren sind diese Masken vollkommen unwirksam. Maske hoch. In einem Statement, was ihr hört, der Atmosphärenstand ist, umso größer ist der Schutz der Maske. Ey, lass das! Boah, ey. Wollen wir die Kamera gerade wegschlagen? Ist der Antifa oder du? Die da drüben, rechts laufen. Der wollte mir gerade die Kamera schlagen. Da. Lass dich mal provozieren. Ey, ich wollte die Kamera. Ich wollte nicht hinterher jetzt. Ja, aber lass ihn nicht provozieren. Der hat beim letzten Mal schon provoziert. Das wollen die ja nur. Ja, ja, die waren blau, die warten nur drauf. Die sind recht, auf, richtig scharf drauf. Die sind richtig hinterher, ey. Guck mal, wie die Leute da reinhängen, die warten regelrecht darauf. Das ist doch, hier ist irgendwas im Gange jetzt. Ja, sollen wir versuchen. Die werden das mit Rechnung aufgezogen sind. Ja, mein Schatz, alles gut. Habt ihr nicht schon genug? Wir können sie gegenseitig
Ja, hab ich kein Problem mit. Wenn du Spaß dran hast. Mach ich doch auch. Da hab ich kein Problem mit. Was ist der Typ? Ich steh direkt Polizei daneben. Willst du eine Anzeige machen? Warte nachher. Vielleicht. Hä? Warte nachher vielleicht. Ist er aufgenommen. Kurze Info an alle Teilnehmer. Wenn wir den Dialyseplatz verlassen, besteht keine Maskenpflicht mehr. Kira! Ah, Pflaume! Den falschen Papa gewählt. Also heute scheint es recht interessant zu sein, ne? Ja. Und neutrale Aufnahmen wird es auch nicht. Ist ja aber egal. Ich mach's voll mit neutral. Ja, irgendwo muss man anders. Geht ja nicht mehr. Kira, komm. Spätestens ab hier dürft ihr die Masken natürlich wieder abnehmen. Darum bitte ich erst gar nicht. Da frage ich erst gar nicht. Mann, oh Mann. Erstmal Respekt für deinen strammen Körper, für dein Alter war das wirklich. Da kommt ein Schuss. Respekt. Das ist jeden Abend. Du hast dich fit gehalten, Sahne. Richtig. Wenn ich mal in dein Alter kommen möchte, dann kann ich das. Man sieht, die pöbeln rum und die vom Blauschreport Krefeld sind dabei. Das hier ist auf jeden Fall bewusste Provokation von der Antifa gegen Protest. Also, das ist zu verdächtig. Blauschreport und der Gegenprotest dicht an dicht. Hier dagegen, was er da filmt, ist der Gegenprotest. Der provoziert ohne Ende hier gerade. Macht er ganz Zeit schon hier? Was redest du hier mit Schirmjahren? Du wirst dich wundern, was hier in Deutschland ist. Blaulichtreport, Gegenprotest, kurz zu uns. Wir sind bewusste Provokation gerade am Laufen. Wie gesagt, ungefähr 10 Leute sind von Gegenprotest. Die schwirren hier von hinten bis vorne rum. Provozieren mehr oder weniger. Die vom Blaulichtreport Krefeld versuchen natürlich immer die spannendsten Szenen reinzukriegen, um uns später in das schlechteste Licht zu rücken, was es geht. Okay. Was soll der Scheiß? Da vorne. Wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind hier. Der Bruder ist weiter und weiter. Weil man uns die Freiheit klaut.
Lass es. Ist gesünder. Also heute sind sie irgendwie... Es gibt zurzeit keinerlei Grundlage. Ja, heute sind sie mutiger. Lass den Mann in Ruhe! Die epidemiologische Notlage von nationaler Tragweite, die das Parlament im März beschlossen hat, existiert seit langem nicht mehr. Die Fallzahlen, die uns jetzt präsentiert werden, haben keinerlei medizinische Relevanz. Die Krankenhäuser sind leer, die Intensivstationen genauso. Eigentlich hatte ich ja gar nicht vor, den Gegenprotest zu filmen, sondern unsere Veranstaltung, aber irgendwie versuchen die gerade zu provozieren ohne Ende. Und das medienwirksam mit dem blauen Gebäude Krefeld. Verpiss dich! Es geht denn ab, ey! Könnt ihr euch mal versorgen, dass die Polizei uns die Leute fernhält? Wir, das war ein zweiter Versuch, ein Angriff auf mich und auf meine Kamera, beziehungsweise. Die sind heute voll auf Risiko aus oder auf Angriff, was auch immer. Ja, die haben so ein paar extra dumme Männer dabei, weißt du, siehst du schon alles, so ein dummes Kerl. Ja. Der nirgendwo Akzeptanz hat und nirgendwo gemocht wird. Ich hatte eigentlich nicht vor, hier mich mit dem Gegenprotest zu beschäftigen, sondern die Demo von uns zu filmen. Es besteht keinerlei medizinische Evidenz mehr dafür, dass die epidemiologische Notlage von nationaler Tragweite weiter aufrechterhalten. Das Parlament kommt seiner Aufgabe, diese Situation zu überprüfen, nicht nach. Wir haben im Parlament keine Opposition, die ihre Aufgabe erfüllt. Wir haben keine Opposition im Parlament. Das parlamentarische System hat bisher versagt. Euer Egoismus stinkt zum Himmel! Wir sind hier! Wir sind laut, weil man uns die Freiheit laut. Egal. Ich würde eigentlich meinen ganzen Lauf willkommen durchlassen, aber irgendwie muss ich das Ganze hier festhalten. Ich wollte mich eigentlich mit den Leuten gerade beschäftigen. Ah, jetzt meine die. Der eine stand gerade vor mir, überwölkt sie, Faschisten. Und so Nase an Nase, weißt du? Ja, und der blaue Report Krefeld hinterher, ne? Versucht die besten 10 einzufangen und so einen Dreck zu ziehen, ne? Cool, jetzt kriegen sie alle. Jo, zeig den Jungs, was Sache ist. Zeig den Ausgang. Genau so. Wenn die Polizei so weitermacht, kann ich wieder mit den Legenden. Kann ich mich mit den legenden Menschen beschäftigen, von uns? ja. Kira, alles gut, ne? Es gibt keinerlei medizinische Evidenz, die dafür spricht, dass wir Masken tragen und dadurch verhindern, dass sich Covid-19 ausbreitet. Die Masken schützen definitiv nicht vor Viren. Das steht auf jeder Packung von medizinischen Masken drauf. Und Alltagsmasken schützen schon am wenigsten davor. Die Masken bereiten mehr Schaden, als dass sie nutzen können. Die Belastung durch die Feuchtigkeit, die ein idealer Grundsatz für Bakterien und Pilzen ist, ist viel, viel höher als das, was als Nutzen durch eine Maske jemals erreicht werden kann. Es besteht keinerlei Intelligenz dafür, eine Maske zu tragen. Die Anzahl, die uns vom RKI präsentiert werden, haben nichts mit Erkrankungen oder Infektionen zu tun. Es sind wenig.
positiven Tests und einer fragwürdigen Qualität mittlerweile mehr falsch positive Ergebnisse als richtige erzeugen. Die Maske muss um der Maske willen getragen werden. Sie ist ein Symbol des Gehorsams. Ja, mein Schatz. Diese Aussage stammt von Aus, dem Herausgeber der Welt. Und das ist genau das, worum es geht. Das ist der Hut von dem Landvogt auf der Stange. Wir haben den Hut gegrüßt. Okay. Die Provokateure scheinen wohl jetzt Platzverweis zu bekommen zu haben. Ja, der hätte sich nicht mit mir anlegen sollen. Schade aber auch. Ja, schön ist das alles öffentlich, ne? Aber man sieht eindeutig, Blaue Report hängt an den Leuten da drüben von Gegenprotesten. Die versuchen auf jeden Fall so viele schlechte Bilder zusammenzusammeln, wie es geht. Also mit meiner neutralen Dokumentation schweigend ist das wohl heute nichts, ne? Nee, nicht wirklich, aber es muss manchmal auch sein. Ja, ich habe auch Schnauze voll. Wenn die so bescheuert sind, provozieren sie mir nicht mehr. Ja, eben. Weil ich wollte mich ja eigentlich ja nicht mit dem Gegenprotest beschäftigen, sondern mit unseren intelligenten Leuten, ja, von uns, ne? Eigentlich schon, ja. Aber es sind auch noch welche da. Ja, ja, die provozieren. Aber es ist nur verbal. Hör auf so Drohnen! Hab ich keinen Bock drauf. Da sind auch Kinder dabei. Wichtig, für Kinder einzustehen. Ich glaube, ich habe so viel. Mach eine Seite, wo du es kleben hast. Oh, kann man jetzt hier rum? Du kannst mal sagen, was du willst, aber das, heute, das ist abgesprochen. Ja, definitiv. Die waren Blauen Report zu 2, statt zu 1. Mehr Gegenprotest und mehr Provokation. Also, da kann man nicht, da kann man nicht mehr was drüber sprechen. Nee, die wollen einfach nur drin. Das geht irgendwie irgendwann nochmal. Nicht gehabt. Mehr als mich vor dem Aufbauen kann ich nicht, mache ich ja nicht. Beleidige keine Menschen. Ich auch nicht. Du, ach, meine Kamera. Was? Mein Handy. Wenn es eingesteckt wäre, wäre ich angekommen. Ja. Halt hin. Extra. Meine Gründe, warum wir heute hier auf die Straße gehen, zum ersten Mal. Okay, es fängt an zu regnen an, aber egal. Wir sind in großer Sorge über das, was in diesem Land passiert, unter dem Deckmantel Pandemie, die keine Pandemie ist. Diese Pandemie ist nur deshalb eine Pandemie, weil vor einigen Jahren vorausschauend die Definition, was eine Pandemie bedeutet, bei der WHO verändert wurde. Vorher galt Pandemie als ein Zusammentreffen. Dann gibt es nicht nur ein paar
Das kann mich scheinbar um das Wesentliche hier mal kümmern. Wir machen uns die Freiheit raus. Wir sind hier. Wir sind laut. Alles gut. Freiheit laut. Was? Ah, oh, der Gaffel, mein Freund. Hast du Angst, ne? Ne, gar nicht. Der ist so bescheuert, ehrlich. Bin ich dem seine Mutti? Was wollen die von uns? Mann, die gehen auf den Sack, ey. Ja, mir auch heute. Ich hab die nötigen Menschen zu beleidigen. Das ist unter meinem Niveau. Komisch, die anderen zwei können vernünftig sein. Nur du nicht. Fang nicht wieder an. Ich weiß nicht, ich wollte mich eigentlich heute. Ich verstehe ihn aber. Nein, das ist ungehobelt. Wenn der Idiot wieder die ganze Zeit. Das ist ungehobelt und frech. Ich wollte eigentlich heute eine Demo filmen von uns. Ich weiß nicht, was das soll hier, ne? Mein eigentliches Ziel war ja, ich wollte unsere Demo filmen und nicht mich mit dem Gegenprotest beschäftigen. Nein, der Kevin hält nicht seine Klappe! Ihr seid die Faschisten! Komisch, der Marc und der Marius, die sind in Ordnung. Seit du Quertreiber hier bist, ist nur Palaver. Wunderbar. Du hast wirklich keine Erziehung genossen. Alter, mit dem danke. Wenn du noch einmal zu mir halt die Fresse sagst, dann kriegst du ein paar Fidel von diese. Ja, glaub dann, es mir. Dann? Es reicht jetzt langsam. Was nimm ihn jetzt nicht mit. Ich hab mich bedroht, ne? Nein, du die ganze Zeit. Hör auf damit. Ja, hinten. Du setzt zusammen. Kevin, komm her. Dein Hund, ne? Also ganz ehrlich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich wollte eigentlich unsere Demo filmen und nicht mit den Gegenprotest beschäftigen. Die wollte ich eigentlich links unten liegen lassen. Ich nehme mich immer noch, ne? Ich verwende immer noch keine Kraftausdrücke. So, haltet ihr bitte die Abstände ein, ja? Ja, ich bin hier, mein Schatz. Ey, Leute, sorry, ey. Ich kann immer nicht den ganzen Zug hier aufzunehmen. Ja, Kira, Papa kommt.
Ey, weil was damit bezwecken? Die wollen so einfach nur geile Bilder sammeln kriegen, dass der Blaulicht-Report sich auch schön hetzen kann, ne? Ja, aber bringt ja nichts, klappt ja nicht. Dafür müssten die uns produzieren. Ja. Ich glaube, ich das so den ganzen Zug hier mal so filmen. Also ganz ehrlich, die Profis sind dermaßen. Eigentlich wollte ich hier keine Aufnahme mehr machen vom Gegenprotest. Ja. Weil ich will den Bein mal mitnehmen, wie ich es immer mache. Mhm. Aber die sind so am Provozieren, dass ich draufhalten muss, dass ich die eigentliche Demo, die ich eigentlich filmen will, hier total vernachlässige. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, aber das ärgert mich, muss doch nicht sein. Also. So. Okay. Aktuell werden uns immer wieder steigende Fallzahlen vorgeführt. Das RKI veröffentlicht Fallzahlen, die nichts mit der Erkrankung zu tun haben, die ausschließlich und allein auf positiven PCR-Tests beruhen. Ein PCR-Test sagt nichts darüber aus, ob jemand infiziert, ansteckend. Wir laufen dicht an dicht neben uns hier, ne? Lass da vielleicht ein Meter Abstand sein. Das sagt nur etwas darüber aus, dass bei einer Person ein winziges Stück Erbinformation, das von einem Virus stammen könnte, nachgewiesen ist. Das ist kein Nachweis für eine Erkrankung oder eine Infektion. Mit einem positiven PCR-Test muss niemand ansteckend sein. Ein Beispiel dafür ist der Hotspot Tönnies zum Beispiel gewesen. Dort hat es 2100 positiv getestete Menschen gegeben, von denen nur 27 Symptome gezeigt haben und erkrankt waren. Alle anderen haben keinerlei Symptome entwickelt. Im Vergleich, diese 27 von 2100 entsprechen ungefähr 1,3%. Der durchschnittliche Krankenstand in Nordrhein-Westfalen bei den Arbeitnehmern beträgt 4,3%. Demzufolge müssen die Arbeiter bei Tönnies ganz schön gesund gewesen sein. Ja. Die derzeit verbreiteten Kennzahlen, Inzidenz, Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen, haben keinerlei Relevanz, weil sie keinen Bezug zu der tatsächlichen Anzahl der durchgeführten Tests haben. Nur wenn man einen Bezug zu der Anzahl der durchgeführten Tests hat, kann man etwas über die Relevanz und über die mögliche Durchseuchung in einer Bevölkerung aussagen. Die derzeit gemachte Aussage, dass eine Inzidenz von 50 oder 100 in 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern ein Grund ist, um Maßnahmen gegen Covid-19 einzuführen, hat keinerlei wissenschaftliche Grundlage. Es entbehrt jeglicher Grundlage auch des gesunden Menschenverstandes, diese Zahlen für solch eine Argumentation heranzuziehen. Was sagt das so? Was soll ich dazu nur sagen? Die Welt ist irre. Ja. Der PCR-Test ist nach Auskunft des Erfinders der Bullenberater JVM-PCR nicht dazu geeignet, medizinische Diagnosen zu erstellen. Der PCR-Test weist lediglich winzige Stücke der Erbinformation aus, die bei jemandem nachgewiesen werden können. Der PCR-Test ist ein sehr mächtiges Instrument. Er vervielfacht. Da haben wir doch keinen Durchlauf, ne? Ich raub meinen Durchlauf. Demokratie! Frieden! Freiheit! Demokratie! Ja, es kommt richtig runter, ne? Kira, zieh mich im Weg. Krass.
mal wieder Regen. Juhu! Das spült die ganzen Virus weg. Das Jahr in die Geschichte eingeht, in dem ihr alle egal, komm. E-Mail ist angekommen. Ja, schon wieder. Ich hab soeben schon festgezogen. Ja, heute oh, nee. Geh mal. Taschentuch oder irgendwas trocken machen? Was? Taschentuch oder irgendwas trocken machen? Ja, ich hab Tempos. Ja, wäre gut. Weil meine Linse ist gerade ziemlich verschwommen. Ist alles. Musst du irgendwie selber auspacken. Ah ja, krieg ich hin. Sorry Leute, ich reinige gerade noch meine Leine. Meine Linse. Bitte mal bitte ein bisschen langsamer, sodass wir die Abstände hier einhalten können. Danke. Michael, ein bisschen schneller. Hier, hier ist der Papa. Also, hier ist der Papa. Hier, meine Papa ist hier. Ich war da vorne um den Durchlauf. Ja, Leute, ey. Alles ein bisschen kompliziert, ne, mit Hund. Weg! Sarah Köln muss weg!
Ja, Papa ist hier. Ja, die läuft mir immer ganz treu hinterher, ne? Geht man gerade nicht. Ja. Sie kümmert sich ganz nett um meinen Hundi gerade. Kira sich eher um mich. Ja. Bist halt mein treuer Schatten, ne? Ja. Muss doch mal sein und bleiben. Okay, die Polizei filmt. Das ist neu. Ja, wobei wir letztes Mal auch aus dem Auto gefunden. Da war der Mann, den ich in das Auto mit der Kamera einsteigen gesehen habe. Okay. So. Der Rest. Wo bleibt der denn? Ihr seid doch schnell! Immer schön daher, ne? Ja. Ey, auch wenn ich ein Megafon hab, macht mal bitte ein bisschen Dampf hier. Wir sind wir sind laut, bei Mann und Sieg, Freiheit laut. Wir sind hier, wir sind laut, bei Mann und Sieg, Freiheit laut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit laut. Es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass die Corona-Maßnahmen fortgesetzt werden. Die steigenden Fallzahlen, die uns das RKI nennt, beruhen einzig und allein darauf, dass positive PCR-Tests in Laboren erstellt werden. Dieser PCR-Test weist nur nach, dass es ein wichtiges Stück Information ist. Also davor mache ich jetzt komplett einen Durchlauf, sonst habe ich keinen drauf. Und es ist auch kein Nachweis für eine Erkrankung. Das bestätigen auch alle Hersteller der PCR-Tests und das bestätigt auch der Erfinder des PCR-Tests. Der PCR-Test kann lediglich ein Stück Erbinformation nachweisen. Das ist ein reiner Labor. Er ist nicht geeignet für die medizinische Diagnostik. Wir sind laut, weil man uns
uns die Freiheit klaut. Oh, ich kann nicht mehr, mein Hals. Ich bin im Mund. Freiheit klaut. Das heißt, das von Trauben durchgeführte Test bereits 14 Also der Auszug ist ziemlich lang gezogen, mit sehr großem Sicherheitsabstand. Also das Tischchen kann Corona jetzt nicht mehr springen. Corona kann alles, weißt du doch. Obwohl es intelligent geworden, ne? Kann Tour lesen, Adressen. Ja, sowieso. Hat auch die Uhr umgestellt bestimmt am Wochenende. Die ja, klar. Wo das die Evolution so alles schafft mit dem Virus mittlerweile. Ja, das ist schon interessant. Wer weiß, wer übernimmt die Welt, die Weltherrschaft. Oh, die Antifa sind anscheinend los geworden, oder? Die warten woanders. Die wurden erstmal abgedrängt von der Polizei. Ja. Tja, das war's mit meiner neuen neutralen Dokumentation heute. Achso, neutral, okay. Ach. Neutral heißt Klappe halten. Ja, geht aber manchmal halt nicht. Ich bin ja diesmal auch ein paar Mal dazwischen gegangen. So, das Ende des Zuges, geht's weiter. Drei weitere an. Klasse. Wir haben drei weitere Teilnehmer. In Amerika wird uns erzählt, seien 223.000 Menschen an Corona gestorben. Das CDC, die oberste Seuchenbehörde, hat selbst festgestellt, dass davon tatsächlich nur 6% mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an Corona gestorben sind. Das sind also gerade 13.000, wobei ich nicht sagen möchte, dass 13.000 man hat, kann auch nicht sagen, ich gehe mit. Okay, wir haben angesprochen, bitte Maske aufsehen, Maskenpflicht. Ordnungsamt.
weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Was war das schon wieder? Hä? Aber das schon wieder? Von wegen, ja, gibt uns Adrenochrom. Okay. Lass uns nicht hier reden, wenn Kind dabei ist. Das ist nichts für Kinder. Also deutlich mehr Polizei unterwegs als sonst. Ich glaube, auch notwendig. Dank Gegenprotest. Der nichts anderes Sinn hat, hi, als zu provozieren. Ich habe Bilder von Kindern gesehen, die will keine Musik. Die will man wirklich nicht sehen. Die anderen Seite sind aber ausgehört, die sind nicht aufpassen. Ja, das ist das. Hand vorbei. Ist halt mein treuer Schatten, ne? Und einen Schatten trennt man nicht von deinem Körper, ne? Sagt, Beherrschung ist auch eine Kunst, ne? Aber wie heißt das schön, ne? Beherrschung ist auch eine Kunst. Ja. Die ist hier sehr vonnöten. Ja. Hier wird das große Schild. Hier hat Frank Mayer den Krefelder Bürgern die Maulwindel, ja, machen, dass die Schlafschafe sind, verordnet. Unter einer freundlichen Androhung eines Bußgeldes. Das Problem in Krefeld ist nicht Corona, sondern Frank Mayer, unser Oberbürgermeister. Ja, naja. Wer sollte ich mal Oberbürgermeister werden, ne? Ich glaube, die haben ja da vorne allein gemacht. Ja, eigentlich schon. Ja, bin zwei, dreimal dazwischen gegangen. Und er stand vor mir so aufgebaut, ganz nah. Verschüttet. Da hab ich schon gesagt, ja. So. Ich kann nur das sagen, was mir die Presse durchgegeben hat. Haben wir auch gesagt gehabt, dass das wird noch hochgeschrieben. Zwei sind endlich. Was jetzt, das sind wir heute? Mehr als drei? Ja. Wir sehen uns doch mal wieder, mein Freund. Angst vor dir habe ich nicht. Ja. Wenn die Markierungen sichtbar sind, bitte ich euch, so 2 Meter Abstand von den anderen Flussverbunden, dass jeweils
also eine Stunde am Tag dann zuhören, morgen und Donnerstag muss ich schon. Ich guck mal, ich komme wahrscheinlich Dienstag vor. Auch noch ein Anti-Corona-Hund, ne? Du hättest auch nichts von Abstand, ne? Nee. Meine Kira auch nicht, ne? Sie mag frei atmen. Ja, und kein Abstandsregeln, ne? Ah, meine kleine Süße ja auch nicht, ne? Aber wenn wir die zwei testen, die haben auch Covid-19. Und kein Sicherheitsabstand. Und keine Sicherheit, ja, die überprüft jetzt gerade. Und keine Maske, nichts, ne? Ja. Müssen wir eigentlich melden. Sie haben die Freiheit, die man uns lassen möchte. Ja, hm? Wir gerne wieder zurück. Aber wir sind Menschen. Ja. Das ist was anderes. Ja. Der Mensch kann vom Tier viel lernen. So, kommen wir mal weiter. Ja, ich bin hier, mein Schatz. Also von Gegenprotest ist gerade nichts zu sehen. Okay. Den kann ich gerade nicht zuordnen. Aber egal. So, meine vorne. Was? Dass ihr ein bisschen Abstand haltet. Hier so direkt vor mir sehe ich, dass das so ein bisschen knubbelig. Vielleicht geht ihr einfach so ein bisschen weiter auseinander. Das wäre super schön. Danke. Wusch, wusch ins Körbchen. Genau. Passt ja. So, wir haben jetzt gleich nochmal die Möglichkeit, offenes Mikrofon. Das heißt nochmal, wer möchte, kann hier gleich nochmal 2-3 Minuten gerne was sagen. Ich habe noch so ein paar Dinge, die ich gerne vorweg auf jeden Fall sagen möchte. Zum einen, wir sind am kommenden Montag nicht hier, sondern am kommenden Montag ist wieder in Moers. Auf dem, wie heißt das? Königlicher Hof um 19 Uhr, das heißt gleiche Zeit wie hier bei uns, aber dann in Moers am Königlichen Hof. Und das wird natürlich auch auf deren Homepage Moers 281. Dort wird es. 284 oder auf Telegram. 284, Entschuldigung, oder auf Telegram. Wir werden es auch auf unserer Homepage auf der 215er querdenken. Auch da werden wir natürlich den Termin wieder ankündigen, also die nächste Demonstration. Wir werden uns hier dann erst wieder in 2 Wochen treffen, nämlich dann am 9. November. Am 9. November wollen wir mit Laternen durch die Stadt ziehen. Welche Uhrzeit? Um 19 Uhr. Es muss ja dunkel sein. Wir werden uns dann. Schöne Laternen. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Nur eine Bitte, bitte elektrische Laternen, nicht irgendwelche Fackeln oder mit Kerzen, sondern elektrische Laternen. Das ist irgendwie dann ein bisschen einfacher mit der Handhabung und da kann auch nicht so viel schief gehen. Dann machen wir auch eine Laterne, ne? Okay. Wo haben wir denn jetzt noch Wortmeldung? Wer möchte denn noch mal was sagen? Ich mache doch mal darauf aufmerksam, dass die Kameras ausmachen können. Von uns geht doch keine Gewalt aus. Steht doch im Gesetz so. Sicherlich geht von keine Gewalt aus, Manni. Aber Sie dürfen Manni. Nicht sein. Manni, Michael, wollen Sie noch einmal ganz kurz sagen, dass da nur ein großer Parkplatz ist, dass man da mit dem Auto hinkommt? Ja, für alle, die morgen nach Moers kommen, nächsten Montag nach Moers kommen, kriegen wir mal gerade den Hinweis. Blaulich Report. Also man kann prima dort mit dem Auto hinfahren und dort auch parken, direkt an dem königlichen Hof. Das ist also alles gewährleistet und wäre schön, wenn das wieder eine große Gruppe dort wird. Die Auftaktkundgebung hat ganz prima funktioniert und da waren über 200 Teilnehmer. Ganz tolle Sache. So, haben wir noch Wortmeldungen hier? Ja, okay. Du bist? Ich bin eine Mutter. Okay, eine Mutter, eine Sekunde. Ich will ganz so viel sagen, aber dann das ist ja ein Busauto. Ja,
Mutter war heute in Düsseldorf. Der Kevin auch. Sehr gut. Der Kevin auch. Der Kevin hat kein anderes So, guten Abend miteinander. Guten Abend, Polizei. Guten Abend, eventuell Presse. Guten Abend, die Antifa. Ich bin Mutter von zwei Töchtern und ich stehe hier und zeige Gesicht, da ich mit den neuen Auflagen, die seitens des Schulministeriums nicht einverstanden bin. Seit heute... Seit heute müssen meine Töchter in der Schule Maske tragen und hinzu kommt das Maskentragen in den Klassen. Dies geschieht unter Zwang. Ich habe meine Kinder beobachtet und ich muss sagen, als der Maskenzwang nach den Sommerferien gewesen ist, hat meine große Tochter, die 10 Stunden Masken tragen musste, extreme Kopfschmerzen. Über Wochen hat sie die Masken getragen. Es haben sich Hautirritationen gebildet. Und wenn man das als Mutter so sieht, dann hinterfragt man Sachen. Man hinterfragt Sachen und fängt selber an zu recherchieren. Richtig. Ich möchte Frau Gebauer darum bitten, sowie Herrn Laschet und Herrn Laumann, diesen Maskenzwang an Schulen sofort zu beenden. Yeah! Wer sollte hier bitte auch an Frank Meier gerichtet werden, unser Bürgermeister? Der hat es mit beschlossen, hier in Krefeld. Auch der Bürgermeister in Krefeld, der das mitbeschlossen hat. Frank Meier. Frank Meier hat beschlossen oder mitgewirkt, dass die Kinder in Krefeld Masken tragen müssen. Dessen Lied ich sing, dessen Brot ich friss. Ich habe heute Morgen in Düsseldorf vor dem Schulministerium darum gebeten, dass man binnen 24 Stunden uns eine Studie darlegt, dass diese Maskenpflicht an Kindern nicht gesundheitsgefährdend sind. Und ich kann eins sagen, wir werden immer mehr und wir halten zusammen. Wir werden unser Ziel erreichen, dass dieser ganze Corona-Wahnsinn beendet wird. Nur das schaffen wir, wenn wir alle zusammenhalten und gemeinsam vorangehen. Danke. Dankeschön. Dem kann ich mich nur anschließen. Und habt ihr schon gesehen, ich habe eine Liste mit 50 Studien und Aussagen darüber, dass diese Masken sinnlos sind, dass sie nichts nutzen. Und es ist klar, dass Masken schädlich sind, dass sie zum einen CO2-Rückatmung fördern und dass sie zum anderen die bakterielle Belastung erhöhen, weil sie durch die warme und feuchte Atmosphäre dafür sorgen, dass prima Bakterien und Pilze wachsen können. Ändern den alten Archäologen, der damals in die Kammer gegangen ist. Der ist an Pilz gestorben. Ich möchte zu der Maske noch etwas ergänzen, was mir heute bekannt geworden ist. Die Maske unterliegt keiner medizinischen Prüfung. Das bedeutet, wir kennen das alle von Spielzeugen, die dann vom Markt genommen werden mussten, weil da zum Beispiel irgendwelche Ausdünstungen stattfanden mit Gasen, die mehr oder weniger stark gesundheitsschädlich sind. Das Gleiche gilt auch bei Masken. Es gibt keine medizinische Prüfung, die diese Unsicherheit oder Gefährdung ausschließt. Und da geht es zum einen um Ausdünstungen von allen möglichen Chemikalien, die beim Produktionsprozess anfallen. Und zum anderen geht es auch um das Lösen von Fasern,
die von der Maske sich abreiben und dann eingeatmet werden. Da kann ein Arzt sicher viel mehr darüber erzählen, was diese Fasern in der Lunge anrichten können. Ich möchte keinem Kind und auch keinem anderen zumuten, das in seinen Körper zu lassen. Danke nochmal für die Ergänzung. Und wir haben jetzt noch Zeit für zwei kurze Wortmeldungen. Kurz? Ja, schauen wir mal. Vier. Ja, ich hab immer einen. Okay. Tommy, hau raus! No. So, hört mich jeder? Ich glaube schon. Nee. Nein. Nee. Lauter? Okay. Ich möchte heute nicht über Corona reden. Da haben wir, glaube ich, lange genug drüber gesprochen. Auch nicht, dass wir mehr werden müssen und dann alles tutti wird. Wir waren mit 1 Million Leute Menschen in Berlin gewesen am 1. August. Wir waren am 29. mit an die 2 Millionen gewesen, da gewesen. Was passiert? Nicht viel, oder? Ist noch schlimmer geworden. Ja. Wir haben sogar unsere Kinder mittlerweile gezwungen, im Unterricht Masken aufzusetzen. Also diese Ansammlung von Leuten scheint nicht den gewünschten Zweck erfüllt zu haben. Und deswegen reden wir heute mal nicht über Corona, zumindest ich nicht. Bevor wir anfangen, möchte ich mal einen kleinen Test machen mit euch, bitte um Handzeichen. Wer von euch hat die deutsche Staatsbürgerschaft? Einmal die Hand hoch, bitte. Nicht! Keiner! Vermeintlich! Okay, vermeintlich! So. Ich muss euch leider enttäuschen. Die deutsche Staatsbürgerschaft gibt es nicht. Staatsangehörigkeit. Oder Staatsangehörigkeit, genau. Die gibt es nicht. Das hat Adolf Hitler damals versucht einzuführen, 1934. Ja, Gleichschaltungsgesetz, da wurde dann die deutsche Staatsangehörigkeit vergeben. So, was bedeutet das denn? Staatenlos, kein Deutscher, Deutsch. Bundesstaaten. Es gibt eine UN, diese UN hat eine Charta, Artikel 73, und zwar nach diesem Artikel 73 wird die BRD als Treuhänder für Nazi-Deutschland eingesetzt, sinngemäß. Ja? Als Treuhänder, das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Was ist denn ein Treuhänder? Ein Treuhänder, der kann was kaufen, verkaufen, der kann handeln oder sonst was. Offensichtlich ist dieser Treuhänder eine Firma. Das heißt, die BRD ist nichts weiter als eine Firma. Kann eine Firma Staatsangehörigkeiten vergeben? Ich glaube nicht. Ja? Und sie kann auch keine bestätigen, das kann sie nicht. So, und dann hat ein schlauer Mensch, der hat mal ein bisschen gewühlt. Ich habe mir den Strickzettel gemacht für ein bisschen mehr Licht, das ist ein bisschen weniger. Ich versuche es mal trotzdem zusammenzukriegen, seht es mir nach, wenn es nicht so schnell geht. Und zwar gibt es eine allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz, da steht dann drin, Moment, nee, ich muss anders anfangen. Es gibt auch eine internationale Vereinbarung über die Rechtsstellung von Staatenlosen, die wir de facto sind. So, da steht dann drin, jeder Vertragsstaat, steht hier, okay, BRD ist kein Staat, haben wir gerade gelernt, stellt den Leuten, die da wohnen, einen Personalausweis aus. Jedem Staatenlosen stellt diese Behörde quasi einen Personalausweis aus. Jetzt gucken wir, was ihr in der Tasche habt, die meisten. Genau, Personalausweis. So, jetzt haben wir die, jetzt kommen wir zur allgemeinen Verwaltungsvorschrift für das Ausländergesetz. Ganz kurz mal bitte, ja, das ist wichtig. Ja, wir reden hier immer über Corona. Ich denke mal, wir wollen ein Problem lösen und nicht im Kreis drehen. Ja, kurz geht, ich dauere noch ein paar Minuten. So. 3 Minuten. Okay. Bestehen Zweifel, ob jemand Deutscher ist, obliegt die Klärung der Staatsangehörigkeitsbehörde. Bis zur Klärung ist er als Ausländer zu behandeln. Beruft sich ein Ausländer darauf, Deutscher zu sein, hat er dies gemäß § 70 Absatz 1 Ausländergesetz nachzuweisen, zum Beispiel durch die Staatsangehörigkeitsurkunde. So. Dann kommen wir zu Artikel 5 EGBGB, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Absatz 1, der letzte Satz. Keine Staatskunde, bitte. Oh. Wir wollen keine Staatskunde hier. Es ist wichtig. Was ist? Wir sind alles Deutsche und alles Menschen. Und das ist gut. Ja, genau, das seid ihr nicht. Ihr seid kein Mensch, ihr seid Person. Aber gut, ich höre auch auf damit, okay, wenn ihr das nicht wissen wollt. Ihr könnt auch privat fragen, Person. Könnt das klären. Danke, auch. Prima. Ja, danke. Oh mein Gott. Unglaublich. Aber schaut euch trotzdem mal bei YouTube Wissen ist eine Hohlschuld an. Vielleicht versteht jeder Einzelne von euch dann, was hier los ist.
Ich sehe es ein, dass das vielleicht ein wichtiges Thema ist, aber es ist im Moment nicht hier unser Thema. Alles ist ein weiterführendes das Thema. Ist unser Thema und keine Ahnung. Ja? Aber nicht hier. Alles gut. Dies hier ist meine, ich bin hier der Versammlungsleiter alles und ich gut. sage, was hier das Thema alles ist. Gut. Dankeschön. Bin ich gut zu verstehen? Ja, danke schön. Also wir sind hier eine Gruppe, die sehr unterschiedliche Meinungen hat. Ich habe bis jetzt noch nicht verstanden und ich möchte es eigentlich auch gar nicht verstehen, warum wir hier uns mit diesen Fragen beschäftigen. Wir haben ein ganz anderes Thema, wir haben ganz andere Sorgen und dass wir uns die mit denen beschäftigen, das ist mir ganz wichtig. Gut, ich versuche noch ein bisschen lauter zu sprechen. Ich wollte noch mal zum Immunsystem zurückkommen und wollte euch mal fragen, ob es Menschen gibt, die mit Herpes zu tun haben. Ja. Jeder, der Herpes hat, weiß, dass er mal eine Attacke hat und dass es wieder über Wochen und Monate ruhig sein kann. Das gilt für Lippenherpes, das gilt für Gürtelrose. Und jeder weiß, wenn er eine solche Attacke hat, dann muss er sich fragen, war in der letzten Zeit viel los? Hatte ich Stress? Habe ich den Stress gemerkt? Habe ich ihn vielleicht nicht gemerkt? Und er muss sie innehalten und sehen, dass er wieder zur Ruhe kommt, dass er bestimmten Abstand von Dingen hat. Das hat ja etwas mit unserem Immunsystem zu tun. Und unser Immunsystem wird schlechter, wenn wir Dauerstress haben. Unser Immunsystem wird schlechter, wenn wir in Panik sind. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich meine allergrößten Sorgen, dass Menschen, die dafür anfällig sind und jetzt von den öffentlichen Medien in einen Dauerzustand von Angst und Panik gesetzt werden, dass die bei Infektionen dann tatsächlich ein schlechteres Immunsystem haben. Und aus diesem Gesichtspunkt möchte ich wirklich alle diejenigen, die die öffentliche Meinung beeinflussen können, bitten, es ist die höchste Verantwortlichkeit, dass die Menschen, die Untergebenen, dass man denen Hoffnung macht und dass man eine gute Stimmung verbreitet, unabhängig davon, welche Gefahren da sind. Das hat nichts mit Verharmlosung zu tun, aber das hat etwas mit einem Führungsanspruch zu tun, mit einem ärztlichen Anspruch. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich in der letzten Woche zu meinem Erschrecken gehört, dass im Umfeld von Krefeld tatsächlich ein 71-jähriger Mann verstorben ist. Der lebte sowieso zurückgezogen und die Wohnung musste aufgebrochen werden und er war schon ein, zwei Tage tot. Und man muss annehmen, dass diese Angst und Panik, von der ich eben gesprochen habe, die wir alle kennen, mit als Ursache dafür zu sehen ist. Das ist etwas, was jetzt nicht, was nicht aus den Medien kommt, sondern wo ich sagen kann, das passiert in unserem Umfeld. Da muss man sehr aufpassen. Das müsste man auch öffentlich bekannt machen, dass diese Gefahr besteht. Es war ein Rechtsmediziner aus Berlin, der in einem Nachtcafé darauf hingewiesen hat, in dramatischen Worten, das ist auch rundgegangen. Das passiert auch anderswo. Ich möchte unter diesem Gesichtspunkt noch einen Namen nennen, mit dem ich mich in der letzten Woche beschäftigt habe. Und das ist ein Mensch, der im März diesen Jahres verstorben ist. Ein Zen-Meister und Benediktinermönch, Williges Jäger. Hände hoch, wer den Namen schon mal gehört hat. Ja, er ist ein Lehrer von Anselm Grün zum Beispiel. Und er ist im Alter von 95 Jahren gestorben, mitten im Corona-Lockdown. Was war die Lebensaufgabe von Williges Jäger? Ein Mensch, der ganz im Leben stand, der ungeheuer praktisch war, ein Pädagoge, der überall angepackt hat, wo es Not war, der aber auch einen persönlichen Weg in die Spiritualität gesucht hat. Er hat, sein Lebenswerk war die Verbindung christlicher Mystik mit anderen Richtungen, die sich dem Geistigen nähern. Ja, deswegen ist er nach Japan gegangen, deswegen ist er Zen-Meister geworden. Dieser Weg
Und das wäre sicherlich auch mal ein wichtiges Thema, sich damit ausführlicher auseinanderzusetzen. Das ist ein Weg auch in die eigene Gesundheit. Ein Weg aus der Illusion, mit unserem Verstand die Welt erfassen zu müssen. Und ich halte die momentane Krise als eine Krise unseres Verstandesdenkens, als eine Krise der Illusion, dass alles verstehbar sein muss, eine Krise der Illusion, dass wir für alles einen Schuldigen finden müssen und den zur Rechenschaft ziehen und im Umkehrschluss die Dimension des Schicksals überhaupt nicht mehr erkennen können. Und eine Illusion der grenzenlosen Machbarkeit. Und ich halte es für wichtig, dass wir, ohne dass wir im Alltag unpraktisch werden, ohne dass wir die Hände in den Schoß legen, aber dass wir diese spirituelle Dimension berücksichtigen. Und ich habe fast den Eindruck, diese Krise ist genau deswegen zu uns geschickt worden, dass wir uns damit beschäftigen. Dass wir einerseits praktisch hier tätig sind und dass wir auf der anderen Seite uns überlegen, wie kann ein spiritueller, kontemplativer Weg für jeden Einzelnen von uns aussehen. Das ist eine gute Idee, eine gute Beschäftigung, gerade für die dunkle Jahreszeit. Und ich befürchte, dass Angst und Panik in der Zukunft noch mehr werden und dass wir gerade diese innere Kraft, dieses innere Feuer brauchen, um unser Immunsystem auf diese Art und Weise zu stärken und zu kräftigen. In diesem Sinne wünsche ich uns eine gute nächste Woche. Dankeschön, Franz Josef. Das waren super Worte zum Abschluss und ich glaube, dem kann ich nicht mehr viel hinzufügen. Wir wollen noch zum Abschluss kurz singen und habt ihr das vorbereitet? Nee, brauchen wir auch nicht. Doch, wo ist die Katja? Katja, hast du... Was soll ich noch sagen? Ja. Was denn? Und zwar singen wir die dritte Strophe. Okay, ich glaube, wir müssen so singen. Indem sie sich bereit erklären, die Folgen des Maskentragens zu übernehmen. Und wir haben natürlich auch noch neue Flyer hier. Könnt euch gerne mitnehmen. Diese Flyer finden am besten den Weg in alle Briefkisten in der Nachbarschaft. Die ihr könnt die. Oh, ich höre gerade, sind noch ein bisschen feucht geworden. Aber trotzdem, nehmt euch bitte reichlich Flyer mit und verteilt ihn in die Briefkästen. Wir können sie in Briefkästen verteilen, bitte nicht in der Fußgängerzone verteilen oder so an Passanten verteilen. Briefkästen ist das Einzige, was wir machen dürfen. Und zum Schluss noch diejenigen, die Ordnerbinden bekommen haben, bringt sie bitte zu uns zurück. Wir brauchen die natürlich noch wieder fürs nächste Mal, wenn ihr die kurz abgibt. Dankeschön und ich freue mich darauf, euch in Moers zu sehen am nächsten Montag und in 2 Wochen wieder hier an dieser Stelle. Jo. Kommt gut nach Hause, danke! So, das war ja mal eine ganz andere, veränderte Veranstaltung. Provokationen waren dabei am Anfang. So ein Blaurich-Report waren dabei. Die waren immer ganz nah am
Gegenprotest, die ganz bewusst provoziert haben, beim Versuch irgendwie schlechte Bilder zu bekommen. Dankeschön. Danke. Naja, wenn Frank Meyer befiehlt, dann müssen wir es tun, ne? Das ist unser neuer Führer in Krefeld. Nochmal kurz ein Hinweis, der jetzt gerade auch kam vom Ordnungsdienst. Die Demonstration ist hiermit beendet und damit gilt natürlich auch ab sofort natürlich wieder die Maskenpflicht. Wenn ich das so richtig verstanden habe, drückt der Ordnungsdienst ein Auge zu und hat die Gründe, mit denen wir die Maskenpflicht während dieser Demonstration ausgesetzt haben, damit anerkannt. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch nochmal an die Polizei dafür, dass sie uns begleitet hat. Möchtest du unserem Bürgermeister einen schönen Gruß bestellen, Herr Frank Meyer, für die Lappenpflicht? Was, ich soll dem einen schönen Gruß bestellen? Ja, unserem Bürgermeister von Krefeld, die haben uns damit verdankt. Besser nicht. Den Gruß verkraftet der nicht. Ich will mir gar nicht überlegen, ob ich eine Gegenaktion mit ihm mache. Ganz spontan, irgendwann hier. Kriegen wir hin. Aber wird lange Zeit, mal die kleinen Fische von unten mal im Fokus ist, hier von unten nach oben zu treten. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Warum wollen wir ganz nach oben treten, wo man eh nicht hinkommt? Fangen wir mal ganz unten an. Das stimmt. Ganz einfach. Das ist aber noch tief genug, eigentlich wollte ich mein Ortstag anfangen. Ja, gerne anfangen. Nee, lieber bei der Blaulichtpresse, die finde ich besser. Ja, da können wir auch weitermachen. Da sollte man zuerst anfangen. Bei den linken Freunden. Ja, genau. Ja. Schon ja. Mach's gut. So, jetzt geht noch einen letzten Rundgang hier und dann beende ich die Aufnahme. So. Aber Leute, wer weiß, ach, wir werden wohl Atteste kontrolliert. Ja, genau, hier geht das schon los. So, bis in 2 Wochen. Ja, alles klar. Viel Spaß noch, was immer ihr macht. Ja, sind gleich. Wir sammeln uns mal zum Schluss. Ja, weil der Polizist hat mich gerade rausgeschmissen. Wie rausgeschmissen? Ja, ich habe zwar einen Attest und dann hat er gesagt, darf ich das sehen? Habe ich gesagt, nö, sie sind nicht mehr befugt, einen Attest einzusehen, weil sie auch kein Arzt sind. Und dann hat er gesagt, dann soll ich bitte jetzt den Platz verlassen. Ja, aber kannst ja gleich da vorne in der Ecke. Da vorne in der Ecke? Ja. Dann machst du einen Umweg, dann nach vorne kommen wir dann gleich raus. Ja. Ja, der schaut mich jetzt die ganze Zeit an. Ich gehe mal, ich möchte nicht provozieren. Ja, klar. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich meine, was für ein Affentheater das Ganze hier ist, ne? Man sollte echt Menschen mit Paranoia nicht regieren lassen. Ihr kommt genau sowas raus. Muss man sich mal vorstellen. Vielleicht sollte man versuchen. Vom Blaulicht Report ist immer dabei. Blaulicht News Krefeld heißt das. Ach Mensch, ist doch egal. Ich hab schon. Meine Frage. Auf dem Weg während des Spaziergangs gab es 2 versuchte Übergriffe auf meine Kamera. Wenn ich mir überlege, die anzuzeigen, kann ich die anzeigen? Wenn sie sich körperlich geschädigt fühlen. Ich gehe ja mit der Arbeit. Also im Prinzip will ich das gar nicht. Ich habe auch keinen Bock drauf, den ganzen Scheiß. Aber ich will noch überlegen, ne, ob ich es mache. Dann gehen Sie am besten mal bei den Kollegen von der Polizei fragen, ob das sinnvoll wäre, das anzuzeigen oder ob das eventuell fallen gelassen werden würde. Wie gesagt, das ist ihr gutes Recht. Ja, ich meine, ich halte nichts davon. Ich habe selber Anzeigen wegen nichts am Arsch. Und wie gesagt, ich habe doch keinen Bock, mich nicht mehr vor Gericht zu wehren. Und umgekehrt bin ich eigentlich auch kein Mensch, der irgendjemand anzeigt.
Selbst Übergriffe auf mich habe ich nicht angezeigt und Beleidigungen zeige ich nicht an, aber ich habe ständig irgendwie einen kleinen Scheiß angezeigt, wo ich denke, was für ein Scheiß jetzt schon wieder. Also irgendwo ist es so ein Zwiespalt, sich meiner Überzeugung nichts anzeigen zu wollen und andererseits, ich werde wegen Kleinscheid angezeigt. Wie gesagt, wenn Sie sich körperlich geschädigt fühlen und Ihnen irgendjemand Leid zugefügt hat, dann kann man sowas anzeigen. Naja, getroffen hat er ja nicht, Alter, er hat versucht die Kamera aus der Hand zu schlagen oder so. Mehrfach. Ja, siehst du, ich hab's gesehen, ich lief mal neben mir mit dem Hund, ne? Aber die Maske muss trotzdem über die Nase, ne? Ach, da war halt voll Probleme, ne? Ich meine, ständig ganzer Kopfschmerz. Mit 5 Stunden Zug gefahren, hatte so einen Schädel gehabt. Ja, ich meine, das ist fast eine Körperverletzung. Also, und ich kann niemand dafür anzeigen. Gut, aber egal. Wie gesagt, Leute, ich danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch. Ja. Ich hab's ja alles mitbekommen jetzt hier. Möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen, bevor ich den Cut mache? Du bist bekloppt. Nee, ne? Ja. Muss nicht, nö. War mal wieder eine schöne Demo. Ja, und interessant. Schöner, wenn der Erfolg ist. Gut, gut. Also ich mache hier einen Cut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Spaß.